Tag, Leute! Hier ist euer Bernie. Und ich starte heute mein neues Projekt. Mein neues Projekt wird, da im Herbst die Remake-Version von Pokémon Saphir und Rubin rausgekommen für den 3DS, habe ich mich entschieden, die Pokémon Smaragd-Edition, das ist die Special-Edition zu diesen beiden Editionen, ein LP dazu zu machen. Und ich habe mir heute einen Gast dazu eingeladen, nämlich den guten Koopa. Hallo meine lieben Freunde, ich bin der gute Koopa, lang gesprochen Kooparius, und ich habe schon mit ein paar LPs auf diesem Kanal gemacht und ich freue mich, hier dabei zu sein, wie der Bernie dieses LP startet, und ich bin ein riesiger Pokémon-Fan, meine Lieblingsspieleserie, und mehr habe ich nicht zu sagen, los geht's. Ja, los geht's. Hier sehen wir mal den Professor dieser Region und er sagt, sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Pirk. Aber ihr nennt mich Professor Pokémon. Wir sind ein sogenanntes Pokémon. Ein Loturzel. Genau, gut gemacht, hast du verstanden. Ja, eins kann ich schon sagen, also ich bin kein Pokémon-Noob, ich habe schon Pokémon gespielt. Ich glaube auch Koopa hat schon Pokémon gespielt, oder? Ja, ich habe nur gesagt, Pokémon sucht die Pokémon Perl 454 Stunden. Wer will das toppen? Läuft bei ihm. Also, wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe aus. Gegen alle aus. Obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele Geheimnisse um die Pokémon. Und die Mysterien der Pokémon aufzeigen mit mich der Forschung, genau das tue ich. Und wer bist du? So, wer sind wir? Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Also du hörst dich auf jeden Fall sehr weiblich an. Ja, ich bin ein Mädchen! Los geht's, komm, ich schreck hier raus. Junge oder Mädchen? Da ich eigentlich ein Fan von Maike bin, würde ich sogar wirklich das Mädchen nehmen. Würdest du sogar jetzt machen hier? Ja, würde ich machen. Na, deine Entscheidung. Ich bin ja nicht der Typ, der das LP macht. Damals, wie ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich den Jungen genommen. Nehme ich diesmal... Nicht so lange entscheiden. Wir nehmen das Mädchen. Okay, los geht's. Und wie heißt du denn? So, wie nennen wir es? Nennen wir sie Celine nach der Comfy? Nee. Nee, dafür würde ich das mal umgehen. Wenn wir direkt auf Platz 1 in der Liste landen. Celine bringt uns so und so um, also. Noch früher oder später. Ich hab für dich die Schuld das Video nicht, aber kannst du machen. Ey, ja. Ich bin nur ein unschuldiger Zuschauer. So, wir haben einstellige. Ich bin dazu gezwungen, ne? Ich war nicht mit einverstanden. Nee, wenn es nicht comfy. Fina. Kofina. Kofin? Erstmal Kofi Kingston. Kofi. Kofina. Es geht schon super los. Das ist mein Name. Du bist also Kofina. Genau. In Deutschland wäre der Name nicht angenommen werden. Das war 100% Mobbing-Potenzial. Ja, wir kommen aus Wurzelheim. Oh nee. Das geht ja super los. Geben wir unsere Pokémon auch Spitznamen? Ja. Bitte nicht, nein, bitte nicht. Doch. Ich habe meinen Pokémon niemals Spitznamen gegeben. Doch. Ich bin unkreativ, weil es mit eh noch Bullshit rauskommen. Das ist ein Sohn. Achso, hier links da. Ja, du kannst. Aber du kannst das machen. Du kannst ja 6 Leute aus der Konfi nennen und zum Beispiel irgendwie der Charter wird dann Koopa und der zweite, der im zweiten Part dabei ist und so, wenn du dann Pokémon fängst für dein Team, der wird dann danach benannt und so weiter. Kannst du so. Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Das ist ein Umzug und Liebesservice einer Pokémon-Firma. Komm, ich mach die Mutter. Los geht's. Ja. Kofina, wir sind da, Schatz! Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen, wer bist bestimmt ermüdend. Alter, wer lässt auch seine Tochter Kumpel fahren? Du bist immer noch dran. Okay. Wurzel, wir haben Wurzelhain. Wie gefällt es dir?
Nicht so mehr zu Hause, es ist idyllisch. Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Kofina. Lass uns hineingehen. Ja! Oh, hier sehen wir schon Pokémon. Das sind Montiers. Ja, Test bestanden, Bernie. Das Pokémon hat für den Umzug. Räum alles ein und machen sauber. Also so Zangsklaven. Und dein Zimmer ist oben. Schau sie einfach an. Vater hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Yay! Vergiss nicht, sie einzustellen. Ja. Ja, stellen wir mal die Uhr ein. Die Uhr ist natürlich stehen geblieben. Stellen Sie bitte ein. So, wie spät haben wir? Halb zwölf. Ja, wir wissen, es ist nicht ganz früh, wie wir das letzte Play aufnehmen. Ja. Und das Geile ist nur als Bonus-Fact so, wir haben, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um das hier überall alles richtig zum Laufen zu bekommen. Also. Sollte stimmen so. Kurz nach halb zwölf. Ja, ist korrekt. Ja. Oh, Kofina, wie gefällt dir denn dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Nach der ersten Party. Bla bla bla. Also, glaube ich jetzt einfach ein Bullshit. Komm schon. Wir gehen jetzt weiter, ist alles belanglos. So, ich werde mal etwas einstellen, da ich so es nicht leiden kann. Ich werde mal die Textgeschwindigkeit auf 3 stellen. Ja, immer Standard-Textgeschwindigkeit auf 3. Sonst wirst du da verrecken. Und was ich noch einstellen werde, eine gelbe Gamecube. Ich werde auch noch den Rahmen umstellen auf einen Rahmen, der mir da gefällt. Ja, Rahmen. Oh, ein Gamecube, das ist ein Nintendo Gamecube. Ein Gamecube Advance ist als Controller angeschlossen. Yay. Was haben wir in unserem PC? Haben wir etwas zu mitnehmen? Ein Trank! Oh mein Gott! Mit einem Trank, wer es nicht weiß, mit einem Trank stellt man 20 HP wieder her. Du meinst KP, wir sind hier im deutschsprachigen Raum, okay? Also okay. Ja, 20 KP. Oh, oh, Kofina! Oh, Kofina, Kofina, schnell, komm her! Jetzt komm doch endlich! So, das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Oh, du bist dran. Ja, Oh, Mann, schnell! Schon vorbei, Fatih, das war krank. Ja! So, schauen wir mal in unser Nachbarhaus. Wir können nicht frei rumlaufen. Ja, im Nachbarhaus. Wer ist das? Das ist. Komm, ich mach jetzt die ganzen Frauen. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Kofina, unser neuer Nachbar. Hallo. Ja, mein Kind in deinem Alter. Du meinst doch nicht das Kleine da oben, oder? Das ist nicht im Alter. Ja, doch. Meine Söhne? Meine Sohn. Freut sich schon darauf, mit dem Freund was? Freundschaft zu schließen. Was, auf Facebook? Hey Nachbar, hast du schon eigentlich Pokémon? Ich kann auch noch einen Satz. Und direkt, du gehst einfach in das Haus rein und stealst die Sachen, die da drin sind. Das ist. Ich sag, oh fuck man. Hey du! Wer bist du denn? Ach ja, du bist Kofina. Richtig. Wieso weiß, dass ich Kofina bin? Ja, ich bin Facebook gestalkt, du hast einen Schatz gegeben. Kofina sitzt in Wurzeln. Stimmt. Du bist nebenan eingezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Ja, jetzt will er direkt dich angreifen. Vater Professor Birk hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arenaleiters einzieht. Und irgendwann habe ich gedacht, du seist ein Junge. Und also erstmal direkt eine Geschellt. Also er ist Brix und also hallo Nachbarin. Was, Kofina, du hast kein einziges Pokémon? Soll ich alles für dich fangen? Ach Mist, das habe ich ganz vergessen. Ich muss meinem Vater helfen, um einige wilde Pokémon zu fangen. Ein anderes Mal. Okay. Er setzt sich mal am Computer. Warum ziehen wir das Item? Oh. Es ist kein Item, man kann es nicht mitnehmen. Oh. No. So, gehen wir mal rauf. Hallo, ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe keine Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was los ist? Ja, wir haben auch keine Pokémon. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott, ich will mir den Arsch abbeißen. Scheiße! Oh mein Gott! Hilfe, da drüben, hilf mir!
In meinem Pokémon findest du Pokébälle. Also das ist ein wildes Zigzags. Ja, ein Zigzags, genau. Und was haben wir denn für Pokémon? Wir haben hier ein Flamely? Ein Flamely, das Feuer-Pokémon. Da, also, Flamely ist ein Küken. Du bleibst Küken. Ich könnte eigentlich Flamely nennen und das Küken nennen. Ja. Nee. Dann haben wir Hydrobi. Der Schwatter-Pokémon. Das ist ein Lehmhüpfer. Und Gekabor, ein Waldgecko. Ich werde mich für dieses Let's Play für ein Hydrobi entscheiden. Okay, und wieso denn? Ja, wieso Hydrobi? Ich bin schon immer ein Fan von Wasser-Pokémon und werde mein Team wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie mein Team zusammenstellt. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich spiele mal drauf los. Ja, das ist auch ganz wichtig. Die erste Frage ist: Willst du ein professionelles Team machen? Sozusagen, du gehst übelst ab und so, nimmst die heftigsten Pokémon, achtest darauf, wie du dein Pokémon trainierst und die besten Attacken beibringst, oder? Bist du einfach spontan und nimmst einfach ein Pokémon, was du cool findest und versuchst daraus was Gutes zu machen? Da ich nicht, also da ich wahrscheinlich das Let's Play nur bis zum Ende der Top 4 machen werde und vielleicht noch etwas aus der Kampfzone, schon Spoiler vor, es gibt eine Kampfzone, werde ich, ja, ich würde jetzt im Labor, du bist also Kofina. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du es eben gekämpft hast, diese Gelassenheit in deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Also, als Dank dafür hast du mich gerettet, das möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei bekommen hast. Kofina hält Hydrobi. Yay. Willst du dem Pokémon Hydrobi einen Kosenamen geben? Ja! Und das nenne ich mal Koopa. Oh, was für eine Ehre. Du bist der Starter. Yay. Ja, Hydrobi ist auch cool. Das erinnert mich vor allem dieses 10-Stunden-Video, wo dann so zwei Hydrobis so... Alter, Mann. Alter, hör dir das mal 10 Stunden an und wenn du dann nicht in die Klapse musst, dann echt Respekt. Ich hab's 5 Stunden ausgehalten. Alter, ernsthaft? Ja. Okay, Ben, jetzt erklärt sich irgendwie alles. Jetzt weiß ich Bescheid. So. Jetzt haben wir unser eigenes Hydrobi. Schauen wir sich Hydrobi mal an. Es ist männlich. Und es erhöht Wasserattacken in der Männliche Hydrobi sind meistens die, die bessere Werte bekommen. Ob ich auch auf, also wenn ich sehe, man kann ja auch in diesem Spiel auf Pokémon-Wettbewerben teilnehmen, also auf Schönheitswettbewerben. Ob ich auch bei Schönheitswettbewerben teilnehme, möglich. Aber versprechen durchs nicht. Naja, ich würde nur einmal dran teilnehmen, um es einfach zu zeigen, aber danach. Ja. Schauen wir, ob die irgendwas hergeben. Ich glaube, meistens diese NPCs hier geben meistens Items her, aber Spannendes zu erzählen haben sie meistens nicht. Ja. Drum, ist jetzt nur Tutorial-mäßiges, aber das können wir ja eigentlich erklären. So das Tutorial-mäßig, ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren in diesem Part. Ich weiß auch keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Wenn du... Achso, ja, du machst deine Monitoraufnahme. Ja. Ja, okay, dann musst du... Du brauchst eine Stoppuhr, also... Oder ja, das... beim nächsten Part. Ja, jetzt nehmen wir... Ja, ich nehme noch 10 Minuten auf, also 10 Minuten halt noch Pokémon Action. Also das hier ist ein Pfiffchen. Aha, ja. Das ist interessant. Nicht, dass ich es schon kenne, nein. Ja, vielleicht geht es ja Zuschauer von Pokémon, die Pokémon noch nie gesehen habe. Gehe ich davon mal nicht. In die Ecke gehen. Dann soll ich in die Ecke gehen oder euch umbringen. Einfach mal schämen in die Ecke. Ja. Ja, ein bisschen trainieren. Spiel ja, aber nicht. Heutzutage gibt's ja nur sowieso solche COD ist geil! Pokémon ist nicht für kleine Kinder! Du bist aber selbst zu alt. Pokémon ist nicht für kleine Kinder.
Also... Nicht. Die kleinen Kinder würden verkacken in den alten Versionen. Ja. Die würden nichts auf ihren Weg kriegen. Also, ich erkläre mal das Grundprinzip des Spiels. Also, man hat hier, sieht man, Tackle ist eine Attacke, hat einen AP-Wert von 35, jetzt habe ich noch 32, also ich kann sie noch 32 mal ausführen, bis sie nicht mehr geht, bis sie blockiert ist. Ja. Heuler ist auch eine Attacke vom Typ Normal, hat 40 AP, ja, gleiches Prinzip. Heuler ist zum Beispiel eine Attacke, die den Statuswert, soweit ich weiß, Verteidigung sinken lässt. Setz mal ein, soll, ja, sollte so sein. Nein, der Angriff sinkt. Aber es ist halt so, es ist halt Pokémon ist also auf jeden Fall hauptsächlich ein RPG. Ja. RPGs sind meistens so halt Leveln, immer Leveln. Pokémon haben Level. Sie beginnen mit Level 5. Wenn du ein Ei hast, beginnen sie mit Level 1 auf jeden Fall. Bis halt Level 100, das ist das Maximum Level. Ja, dann haben wir hier unten den Erfahrungsbalken. Sieht man hier unten in Blau unter Cobra. Da sieht man, wie weit es schon mit Erfahrung ist. Zum Beispiel jetzt haben wir 15 E, also 15 Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt sollten wir Level 6 sein. Ja, Level Up. Da ja, Level Up. Personen gab es diesen Balken noch nicht, aber das wurde halt eingeführt. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich, um zu sehen, okay, ist er kurz vom Level Up oder nicht. Jo, das ist auch. Dann gibt es hier halt die verschiedenen Werte, die interessant sind. Es gibt halt den KP-Wert, was halt die Gesamtkraftpunkte sind, soweit ich weiß. Die gesamte Ausdauer, also wie viel der Schaden einstecken kann, annimmt. Dann Angriff ist halt der Angriffswert für normale Attacken, also physische Attacken. Verteidigung ist halt wie gute physische Attacken abwehrt. Spezialangriff und Spezialverteidigung ist das gleiche nur für Spezialattacken, also zum Beispiel Wasserattacke ist eine Spezialattacke. Und die Init ist die Initiative, das heißt, wer das Pokémon mit der schnellen Initiative greift an. Als ja, erster. Ja, genau. So, jetzt sieht man zum Beispiel, wir haben 30 KP, wir haben am meisten auf normalen Angriff. Jetzt am Anfang, wo wir noch keine Spezialattacken haben, ist es sicher hilfreich, mal nur normalen Angriff hoch zu haben. Später, wenn wir dann Attacken wie Aquaknall und so weiter haben, wird auch der Spezialangriff wichtiger sein. Jo, Benny, ja, genau. Ja. Und wir haben Lehmschelle erlernt. Lehmschelle ist... Eine Bodenattacke. Ja, ich weiß, eine Bodenattacke. Was kann die? Wir reden ja jetzt zum Beispiel über Wasser oder Boden und wenn ihr Pokémon nicht kennt, erstmal schämen und dann fragen, was ist überhaupt Boden normal? Es gibt. Einmal schämen und euch fragen, was ist denn in deinem Leben falsch gelaufen? Ja, was ist falsch gelaufen? Soweit ich weiß, gibt es bis zur sechsten Generation gibt es 18 Typen, soweit ich weiß, oder 17 Typen. Könnte 18, ja. Und dann sind, also mit der, also mit Pokémon X und Y sind dann die Typen Fee? Keine zwei Typen, nur ein Typ. Die Fee ist dann dazugekommen. Die Fee dazugekommen, ja. Ich guck mal nach, damit ich mir ganz sicher bin, damit ich euch keinen Scheiß erzähle. Ich weiß nicht, ich weiß das auch nicht, die Zahl auswendig, aber Lehmschild ist eine Attacke, die 20 Schaden macht, Genauigkeit ist 100%, also er trifft immer so gut wie immer und wirft das Gegner Matsch ins Gesicht und dabei sinkt die Genauigkeit auch noch. Ja, also in der ersten Generation gab es noch 15 Typen, ab der zweiten Generation kamen zwei Typen dazu, 17, und in der sechsten Generation kam dann der 18. Typ dazu. Okay. Also aktuell 18 Typen. Na, aber hier im Spiel haben wir 17 Typen, wenn Fee nicht dabei ist. Ja, es gibt viele verschiedene Typen, zum Beispiel, ich kann ja mal alle erzählen, normal, Feuer, Wasser, Elektro, Pflanze, Flug, Käfer, Gift, Gestein, Boden, Kampf, Eis, Psycho, Geist, Drache, Unlicht und Stahl. Mhm. Und diese Typen haben halt alle Schwächen und Stärken gegeneinander oder sozusagen sogar null Schwächen, dass halt gar kein Schaden gemacht wird. Hier haben wir zum Beispiel einen Wampel. Ein Wampel ist ein Käfer-Pokémon, das sich das als Endentwicklung zwei verschiedene Arten hat von Pokémon. Entweder Papinella oder Budox. Ja. Und es ist auf jeden Fall so, es ist halt ein Käfer-Pokémon und dann zum Beispiel hat Käfer-Pokémon mehrere Schwächen zum Beispiel. Es hat zum Beispiel eine Feuerschwäche und das heißt, wenn du eine Feuerattacke machst, dann ist es halt sehr effektiv. Das heißt, es macht doppelten Schaden meiner Meinung nach, oder? War das nicht doppelter Schaden, aber doppelter, auf jeden Fall doppelter, Schaden. Doppelter macht er. Okay. Ja, doppelter macht er. Und, siebte. Noch ein Wampel? Noch ein Wampel. Oder ist das Flugattacken oder so? Ich sag auch mal gleich, ich werde einige Level trainieren offscreen, weil ich werde euch nicht. Ich werde keine. Wahrscheinlich mache ich ein, zwei Training-Parts mal so als Aufnahme, aber.
das meiste werde ich offscreen trainieren, weil ich glaube, trainieren für die Pokémon ist nicht so interessant, dass man das irgendwie sehen möchte. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt sind zum Beispiel meine Init durch Fahnenschutz, das heißt, ich werde immer langsamer, dadurch greift Wampel jetzt auch immer wieder vor meinen Koopa, also meinen Hydropian. Aber es bringt nichts. Und zum Beispiel normale Angriffe haben halt gegenüber keinen sind über keinen sehr effektiv. Ja. Und es ist halt so, dass wenn man angreift, es nicht zählt, was für ein Typ das Pokémon hat, sondern es zählt, was für ein Typ der Angriff hat. Denn selbst Pokémon, die keinen Feuertyp haben, können Feuerattacken einsetzen und die sind dann noch sehr effektiv. Aber sie sind dann nicht stärker, weil es dann einen bestimmten Step-Effekt gibt, der halt aktiviert wird, wenn halt ein Pokémon zum Beispiel ein Wassertyp hat und die Attacke auch ein Wassertyp hat, dann gibt es halt Step-Bonus drauf. Das heißt, es macht mehr Schaden. Ich habe jetzt zweimal Lebensschild eingesetzt, das heißt, es müsste die Genauigkeit sinken. Das heißt, die Genauigkeit ist auch noch ein Wert, der wichtig ist. Das heißt, wenn die Genauigkeit sinkt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angriff daneben geht, viel höher als, als wenn die Genauigkeit hoch ist. Ja, genau wie der Fluchtwert. Der Fluchtwert kann man halt an sich selbst verändern. Und die Genauigkeit kann man im gegnerischen Pokémon verändern. Wir sollten jetzt gleich in die zweite Stadt kommen. Ja, wir kommen jetzt nach Rosa Altstadt. Ich gehe jetzt noch in den Pokémon Center und zeige mal das Pokémon Center. Im Pokémon Center gibt es hier die Schwester Joy, die deine Pokémon wieder auflädt. Wenn man Pokémon auflädt, werden alle Statusveränderungen, wir haben jetzt noch keine Statusveränderung gehabt, geheilt und auch deine ganzen KP-Werte werden wieder aufgefüllt. Ja, genau. Und hier links der Bernie, weißt du was, ich gerade merke, ich kann ja bei Skype gucken und ich sehe gerade, wir haben ungefähr 20 Minuten, bisschen mehr als 20 Minuten aufgenommen. Okay, dann kann man noch 3 Minuten machen. Jo, ich sagte Bescheid. Jo. Ich sag, wir können ja noch die Stadt vorstellen und so die ganzen Gebäude, dann können wir auch Schluss machen, dann reicht das auch, glaube ich. Ne? Ja, einmal das wichtigste Gebäude, was dann eigentlich in jeder Stadt zu finden ist einmal hier das Pokémon Center, das ist immer mit dem roten Dach. Dach. Und der Markt mit dem blauen Dach. Im Markt drin kann man sich halt Items kaufen, zum Beispiel aktuell gibt es einen Trank, eine Gegengift, ein Barhalle und einen Aufwecker. Ja, diese Items erklären wir dann, wenn wir sie brauchen. Und nur zu sagen, das sind zum Beispiel ab der 5. Generation das Pokémon Center und Pokémon Markt in einem Gebäude sozusagen sind. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich habe hauptsächlich die alten Generationen, also ist das die richtige, letzte Generation, die ich richtig gespielt habe, war die 3. Generation, also diese Generation hier. Aber ich habe trotzdem noch Ahnung von den neuen Generationen, aber auch, also ich habe es nicht mehr aktiv gespielt, aber ich habe Ahnung davon. Ja. Also zum Beispiel die 5. Generation habe ich noch aktiv gespielt, aber ab der 6. Generation bin ich auch raus, weil ich kein 3DS habe. Sonst würde ich sogar noch weiterspielen. Ja, ich habe auch kein 3DS, aber ich würde mich gerne wieder auf die, mein Pokémon ist unglaublich, ich habe einen Dragmin. Also, ja, hier sieht man zum Beispiel einen See oder ein Meer, eher See oder Fluss oder keine Ahnung. Und da, wenn ich schwimmen komme, kommen wir nicht weiter. Da wir noch kein Pokémon haben, das schwimmen kann, kamen wir da nicht weiter. Also, ja. Pech. Oh, da haben wir Birk, oder Bricks heißt er. Bricks, ja. Ja, zu sagen, dass selbst, fragen wir doch mal Brick. Eine bestimmte Attacke und dass selbst halt Pokémon, die eigentlich Fische sind und so oder irgendwie sowas, die kannst du trotzdem nicht. Die schwimmen ja, aber die kannst du dann trotzdem nicht benutzen. Ja, komisch, aber ja. So, dieses Leben an der Route. Oh, da ist ja Kofina. Und ja, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, nicht wahr? Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch einen kleinen Kampf austragen. Ich bring dir bei, was ein Trainer wissen muss. So, unser erster wichtiger Kampf. Ein Kampf gegen Bricks. Was hat Bricks? Der sich als Skiller herausstellt. Oh, Bricks hat ein Gigarbor. Das ist auch typisch für den. Also Bricks wird unser Rival im Spiel sein und auch typisch für Pokémon ist, dass unser Rival immer das Starter-Pokémon hat, das gegen unseren Typen von Starter-Pokémon im Vorteil ist. Also zum Beispiel er hat Pflanze und Pflanze ist gegen Wasser im Vorteil. Auf jeden Fall. Aber im Moment habt ihr beiden nur normale Attacken, deswegen. Also Gigarbor sollte nur Pfund und Silberblick, glaube ich, drauf haben. Ja, deswegen sollst du da nicht in Bedrängnis kommen und da du auch vorher ein bisschen gelevelt hast und zwei Level über ihm bist,
Ja. Sollst du das eigentlich packen, falls du jetzt nicht ganz... Ja, Silberblick ändert die Verteidigungswert. Ja. So, jetzt... Ich habe jetzt einmal zum Beispiel, wie man sieht, ja, dieser Kampf sollte, könnte einfach nur ein Button-Smashing auf den A-Button gehen. Weil später, ich sag euch, später wird das ein bisschen taktisch herausfordernder, und aber der erste Kampf, die ersten Kämpfe sind halt eigentlich nur Button-Smashing. Ja. Ich bekomme auch gleich fast ein Level ab. Ja, ein Level, das ist ein Level, den ich noch fertig. Das war gar nicht so übel, ja, ich weiß. Wir haben 300 Poké-Dollar erhalten. Yay. Level 7, 7 ist mein Lieblingsteil. Das ist so ein gutes Wurm. Ja, noch das eine Level machen wir fertig. Vielleicht 8 leveln wir. Okay. Ja, er geht ins Labor und jetzt leveln wir noch ein Level und dann machen wir Schluss für heute. Ja, noch eine, nachdem ich ein Level abbekommen habe, dann war es halt schon mal für diese Folge. Ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet, was es zu verbessern gibt, ob es angenehm zum Zuschauen ist. Und ob wir wirklich um alles erklären sollen, da, oder ob es teilweise, oh, es gibt auch diesen Volltreffer zählt die Angriffe doppelt, also dann wird ein, da wird der Wert des Angriffes verdoppelt, und wenn zum Beispiel eine Spezialattacke einen Volltreffer hält, wird die Attacke vervierfacht. Also wenn zum Beispiel ein Feuer-Pokémon angreift mit einer Wasserattacke, wird die Attacke so und so schon verdoppelt und mit Volltreffer vervierfacht. Ja, aber das Blöde ist, in der neuen Edition, in der 6. Edition wurde der Volltreffer geschwächt. Jetzt ist er nur noch mit Volltreffer verstärkert. Ja, da wurde geschwächt, der Volltreffer. Okay, passt. Dann sag ich mal, geh nachher zurück in Rosalstadt. Und bei diesem Part, ihr könnt ja hinschreiben, sollen wir wirklich, oder soll halt Bernie wirklich alles bis zum Ende erklären? Also sagen wir so, das erklären wird mit dem Lauf der Parts natürlich abnehmen. Ich werde euch nicht im nächsten Part nochmal alles erklären. Ja, nein, ich meine natürlich den Rest erklären. Ja. Ich könnte sagen, und wenn nicht, sag ich mal der Cobra tschüss. Ciao Leute! Also ich hoffe, dass ihr beim nächsten Part dann wieder schauen werdet und die Welt von... haben wir noch gar nicht gesagt, wie die Region heißt. Die Region heißt Hoenn. Höhen. Die Höhenregion. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Euer Bernie und Cooper. Ciao.